Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls. Ich weiß, die letzten Tage kam nicht viel. Es war einfach die Hitze, die hat mich ziemlich fertig gemacht und ich habe mir gerade ein kühles Getränk reingezogen und dachte mir, komm, nimmst du auf, solange du abgekühlt bist. Und wir treten heute anscheinend gegen den an, oder kommt schon einer? Noch einer. Cool. Das passt ja perfekt. Okay, kämpfen wir einfach gegen zwei. Oh, schon vergessen, wie man abwehrt. Cool. Nimm das und das. So, jetzt kommst du noch. Ich hoffe, das Schweinchen kommt nicht währenddessen. Alter, ich will treten. Na, oder auch so. Ha! Backstep! Das ist eine Treppe. Ah, ich sehe schon. Ich soll auf die Brücke und dann von oben wahrscheinlich aufs Schweinchen draufspringen, wa? Also nehme ich jetzt mal an, hä? Wurde ich gerade mit der Bombe abgefeuert? Hohoho! Das ist das Schweinchen! Okay, auf mich wird geschossen. Okay, ein Gegner hier, ein paar Fässer. Da sind die Bogenschützen. Ich weiß nicht, ob die mich treffen, wenn ich jetzt hier hochgehe. Okay, die würden mich treffen. Kannst du runterkommen, Dude? Oh, ich habe kein Estos-Flakon mehr. Oh mein Gott, ich bin so am Arsch. Das gibt's doch nicht. Aber wenn ich zuschlage, steckt er auch. Okay. Ich sehe schon. Ich komme gleich wieder. Ich lade mich nur mal kurz auf. Mit dem bisschen Leben werde ich mich nicht mit dem Schwein anlegen. Oh Gott! Oh, Schwein! Oh mein Gott! Oh Gottes Willen! Ich wurde getroffen. Okay. So, und wenn wir schon mal hier sind, können wir eigentlich auch aufsteigen, ne? Warte, wie viel brauche ich auf Stärke? Was sagt mir mein Schwert? Mein Schwert sagt. Wie das denn? War das da? Wir brauchten 32 Stärke. Okay, 32 Stärke kommt sofort. Also nicht sofort, aber demnächst. Ein paar Level brauche ich noch. Ach du Scheiße, das kostet schon so viele Seelen. Ein Level habe ich hinkriegt. Naja, zurück zum Schwein. So, da sind wir wieder. Ich hatte mich gerade ganz kurz verlaufen, bin hoch zum Drachen gegangen und der Drache, jedes Mal, wenn ich zum Leuchtfeuer gehe, tötet er die Feinde da oben. Das gibt 555 XP. Theoretisch kann man da also farmen. So, die schießen, warte. Jetzt geh kaputt. Abwehren. Okay, perfekt. Huhu. Oh, Loot. Hüllensoldatrüstung, okay. Oh, er hat durch mich durchgeschossen. Nice. Kleine armselige Bogenschütze. Köderschädel. Köder. Okay. Also doch runterspringen auf den Typen. Das heißt, wo haben wir das da? Köderschädel. Köderschädel. Ein Schädel mit samtwabernen Seelen. Stimmt mit dir nicht? Ah, super, jetzt läuft er wieder hoch, ne? Hör auf, was zu trinken, oder wollte er sich heilen? Okay, jetzt aber. So. Köderschädel. Ein Schädel mit samtwabernen Seelen wird er geworfen, zerschellen die Seelen und werden verstreut, sodass bestimmte Feinde angelockt werden. Nur bestimmte Seelen sind konzentrierte Leben und die lebenshungrigen Untoten werden von ihrer Energie geködert. Wirkt nicht bei allen Feinden. Ja, da, danke, dass ihr das jetzt erst zweimal gesagt habt. Oh, wir haben 10 davon, cool. Ich werde die jetzt mal hier reinpacken, denke ich mal. So. Jetzt muss ich den wahrscheinlich unter mich hinlocken, ne? Hallo? Oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh Gott, ich habe einen Backstep gemacht.
Schweinchen ist hinter mir. Oh, okay. Bitte kein Backstep. Ich wollte ihn nur nicht mehr anvisieren. Heilige Scheiße. So. Wie funktioniert das jetzt mit den Dingern? Oh mein Gott. Okay. Uncool. Uncool. Wieso macht man einen Schritt nach vorne, wenn man wirft? Noch mal ein kleines Getränk. Wer bist du denn? So, komm mal hier, Kleiner. Er bekommt Feuerschaden. Lol. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Jetzt ist er kaputt. Ich habe ihn kaputt gemacht. Okay, man kann ihn ins Feuer locken. Hallo? Oh, ich habe die Armbrust. Oh. Jetzt hör auf mit der scheiß Armbrust, Mann. Und der scheiß Armbrust geschossen. Ich glaub's nicht. So, Ferdinand. Ich werfe jetzt nochmal so ein Ding. Warte, ins Feuer. Geil. Okay, versuchen wir einfach gegen ihn zu kämpfen. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Der nimmt hier überhaupt keinen Schaden. Oh, ich backstab ihn! Okay, das war einfach. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein kleiner Miniboss. Okay, gehen wir weiter. Doof nur, dass ich ins Feuer gerannt bin, naja. Ach, du bist tot. Hallo Jungs! Au, au, au! Verzieh dich! Na, 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 na. Okay, drei Estus-Flakons. Ich weiß, dass hier noch einer war. Hallo? Hey, ihr da, kommt mal runter! Ganz genau. Braves Mädchen. So, einmal zugeschlagen. Schnell hinter mich gucken. War klar. War klar, dass da einer hinter mir ist. Wäre auch zu einfach gewesen. Da ist noch was. Ich will den Loot! Gib mir den Loot, Mann! Mehr will ich nicht. Ich glaube, ich habe noch einen gesehen. Geheimschlüssel, okay. Scheint sehr top secret zu sein, dieser Schlüssel. Oh, da ist noch einer. Ach, solche Gegner liebe ich. One Shot. So. Oh. Das kenne ich schon aus Bloodborne. Dass man an solchen kleinen Stellen balancieren muss. Um eine verlorene Seele zu bekommen. Danke für gar nichts, Spiel, ey. Hättest du dir sparen können. Oh, ich hab's geschafft. Noch mehr billige Gegner? Ich, nee, ich glaube, die sind alle schon runter. Okay, Bänke kann man nicht kaputt machen. Gut zu wissen. Nein, lass mich durch. Oh, oh, Boss. 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 Schild hoch. Schild hoch. Okay, nee, alles gut. Ah, da geht's runter zum Schwein. Okay. Eine Treppe, die nach oben führt. Wer bist denn du? Ist auch so ein schwarzer Rittertypi? Wir schleichen uns einfach an. Ganz leise. Und dann gehen wir ihm aufs Maul. Oh, er ist nicht tot. Jetzt schon. Okay. Ritterschild. Was macht denn dieses Ritterschildchen? 68, aber wiegt doch 2,5 mehr. Das lohnt sich gar nicht. Nee, nee, nee. Ich will nicht zu viel Gewicht haben. Das tut, glaube ich, nicht so gut. Hallo?
Ist hier noch jemand? Nein. Okay. Weg mit dir, Bursche. Oh, direkt abgewehrt. Ist schön kleine Halunke. So, der wäre auch besiegt. Oh Gott, ich hasse Stellen, an denen ich nichts sehen kann. Hilfe? Hallo? Ich sehe ein Speer. Bitte nicht beide auf einmal. Oh nein, ich habe gegen euch noch gar nicht gekämpft. Okay. So ein Arsch mit seinem dreckigen Schild. Okay, der andere ist nur normaler. Weg mit dir. Okay, steckst du sofort zu oder muss ich erstmal den Schild aus der Hand schlagen? Hier und dann nochmal einen Sprungangriff. Ah, ich mach direkt einen Sprungangriff. Stimmt. Wollte gerade sagen, habe ich direkt geschafft. Toll, er hat nichts bewacht. Pass auf, Hinterteil. Oh nein, das sieht schon eklig aus. Ja, Bogenschütz, komm. Verziehen uns einfach. Okay, den können wir direkt ausschalten. Nein! Nein, 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 nein. Wir müssen uns vom Bogenschützen in Acht nehmen. Oh. Komm her, du musst vom Bogenschützen weggehen. Oder vom Armbrustschützen. Ha! Hab ich dich! Hast gedacht, Kleiner, ne? Du kannst mich hier fertig machen. Niemand kann mich fertig machen. Ich bin unsterblich. Kommt der Bogenschütze oder der Armbrustschütze und macht mich kaputt. Das wär's gewesen. So. Hier geht's in irgendeine Kirche. Okay, nein. Ich gehe zuerst diesen Weg. Der hier sieht auf jeden Fall besser aus. Ich denke mal, das hier ist der richtige Weg, wenn er so ein fetter Gegner ist. Ist nicht wirklich cool. Nachricht lesen. Oh Gott, da kommt hier! Was bist du denn? Verzieh dich, Junge! Ach du Scheiße. Jetzt muss ich gegen ihn kämpfen. Okay, das ist so ein schwarzer Rittertypi, oder? Haust du jetzt? Okay, der haut nicht ab, der haut nicht ab. Ich hatte Hoffnung. Er hat die Hoffnung zerstört. Wuhu! Ich glaube, er ist verbuggt. Er ist verbuggt, weil er hier irgendwie nicht rein soll. The fuck? Hör von dem Scheiß. Heilt er sich erstmal? Au. Au. Okay. Ja, ich habe mich extra dafür geheilt, damit du mich schlagen kannst. Ist klar. Kann man dich nicht backstabben? Okay, haut wieder ab. Stirb! 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 Okay. Kleine Scherbe. Gut, jetzt haben wir ihn vernichtet. Jetzt können wir auch einmal ganz kurz... Ich höre hier nämlich so ein Klopfen. Du brauchst Menschlichkeit. Ich habe Menschlichkeit. Achtung, Lagerfeuer. Leuchtfeuer. Ist ja dasselbe. Oh, ein Bonfire. Aber der... Ich darf mich nicht dran setzen, ne? Sonst ist der Typ zurück. Ja, wir schauen uns erst... Ich meine, so schwer war der nicht, ne? Wir schauen uns hier erstmal um, machen wir ein bisschen was auf Stärke. So, 32 will ich Minimum haben, dann gehe ich ein bisschen auf Geschicklichkeit, damit ich das Schwert halt tragen kann. Und so, dann gucken wir mal, was hämmert hier rum. Ein Smied, ein Pete Smied. Hey da. Well, you must be a new arrival. I'm Andre of Astora. If you require smithing, then speak to me. Ein Schmied. Ausrüstung umwandeln. Zum Umwandeln von Ausrüstung wird Spezialgut benötigt. Okay, Waffe verstärken. Ich könnte hier mit meinen kleinen Scherben Waffen verstärken, ja. Also ich könnte theoretisch meine Scherbe verstärken. Meine Scherbe. Meine Keule. Dafür brauche ich aber Scherben. Aber ich habe nur zwei.
Ja gut, dafür brauche ich Funkeltechnik. Das heißt, ich kann theoretisch kann ich irgendwas verstärken, was ich möchte. Machen wir Keule plus 1. Oh, ich kann. Oh. Keule plus 2. Nice. Don't get yourself killed. Neither of us. Ich versuch's. Okay, nein. The fuck ist das denn? Okay. Habe den Mut, gegen das Ding anzutreten. Okay, Magier einfach aus der aus dem Nahkampf angreifen. Okay, der kann auch sein Schwert zücken. 50. Ich glaube, ich darf hier nicht sein. Okay. Okay. Das Springen ist scheiße. Ja gut, zum Glück habe ich gerade mein Zeug ausgegeben. Ich vermute mal fast, wir sind hier noch ein bisschen zu früh drin gewesen. Ich glaube, das war der falsche Weg. Aber da war auch so ein fetter Kerl. Auf der anderen Seite. Dann gehen wir halt hier lang. Da sitzt jemand. Freund oder Feind? Aber der sieht ziemlich menschlich aus. Oh, forgive me. I was absorbed in thought. I am Siegmeier of Katarina. Quite honestly, I've run flat up against a wall. Or a gate, I should say. The thing just won't budge, no matter how long I wait. And oh, have I waited. So here I sit, in quite a pickle, weighing my options, so to speak. Okay. Das heißt, das Tor soll ich aufmachen? Still closed. Still closed. Kann ich da durchgucken? Ist da irgendwas? Schalter oder so? Hä? Okay, also hier kommen wir auch nicht lang. Das heißt, wir müssen komplett zurück. Dann gegen das Riesenviech nochmal antreten. Oh. Warum? Kommen da jetzt immer solche Gegner? Weißt du, stundenlang nichts Neues. Da kommen plötzlich zwei neue Gegner, so ein Riese. Und die anderen komischen Typen, die jetzt nicht so stark sind. Achtung, Leuchtfeuer. Ja, gut. So, wo bin ich jetzt? Flügel? Scheiß Troll. Okay. Wir müssen als allererstes nochmal gegen Bogenschützen und die anderen ankämpfen, dann gegen diesen schwarzen Ritter. Und dann ja, ich mach zuerst den Bogenbeschützen kalt. Oh. Einfach gesagt als getan. Oh, ich habe ihn mit getroffen. Nice. Stirb. Scheiß auf dein Schild. Lappen. Tot? Tot. Sehr schön. So, jetzt kommt der Dicke nochmal. Ist weg. Ein Gegner, der nicht respawnt. Sehr schön, das gefällt mir. Feuerhüterseele. Damit kann ich meinen Estus-Flock-Kurs verbessern. Fahrstühle! Schleichweg. Ja! Lasset mich herunter. Kann ich die Feuerhüteselle direkt reintun? Ist das nice. Ich bin zu Hause. Ja, ich denke mal, das ist auf jeden Fall gewollt, dass man jetzt die Feuerhüteseele noch mit abgeben kann. Was auch bedeutet, dass auf jeden Fall demnächst mal wieder irgendein Boss ansteht. Achso, das ist nur die Leiche, die wir gesehen haben. So, wo war das jetzt? Irgendwo unten, ne? Ah, hier. So, sehr schön. Estus Flakon aufgefüllt.
Aufgefüllt, verstärkt, dachte ich. Ich glaube, es ist dasselbe. Oder ich habe Scheiße gelesen. Das kann auch sein. Ich finde das übrigens ganz cool hier in Dark Souls, dass man so auch zwischendurch mal so lebende Wesen sieht, die man, mit denen man redet, als würden sie. Als würde es halt andere Abenteurer noch geben. Ich habe mich verlaufen. Hä, hey, wo waren die? Ich dachte, hier war der Fahrstuhl. Okay, wieder nach oben. Ich sehe so schick aus. Ich bin sehr stolz auf meinen Look. So, dann gehen wir auf jeden Fall erstmal hier unten lang. Da sind ja diese Kollegen, die wir schon kennen. Okay, irgendwas schießt auf mich. Und dann die versuchen wir uns mal anzuschleichen. Nice! Auf jeden Fall einen schon mal so getötet, weil ich die Waffe versteckt habe. Habe ich es auch geschafft. Sehr schön. Er hat mir sofort den Rücken zugedreht, das wusste ich nicht. Ach Gott, seid ihr billig. Da habe ich von euch ja mehr erwartet. Loot! Helle Bade. Gucken wir uns gleich mal an. Jetzt habe ich ja schon mein Knüppel verstärkt, ne? Aber da steht noch einer. Anschleichen. Ach, und da geht's zum Schwein, aber das ist auch weg. Okay. Kellerschlüssel. Kellerschlüssel. Keine Ahnung, was ich mit dem ganzen Schlüssel anfangen soll, aber egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Abkürzung geöffnet. Da müsste es eigentlich wieder zurückgehen. Und jetzt müssen wir uns wahrscheinlich um den Typen da oben kümmern, der mich versucht abzuschießen. Sondern ich habe hier Loot vergessen. Hab ich doch gewusst. Au. Ich wollte mir die helle Bade angucken, ne? Du hast aber mehr Leben als deine Kollegen. Du willst mich verarschen, Junge, oder? Ja, komm runter, wenn du dich traust. Komm. Was zum Teufel machst du da? Hä? Hey. Schlägt einfach ins Nichts. Okay. Zum Glück habe ich diesen Standardsprungangriff. Verzieh dich. Oh mein Gott, ich bin tot. WTF? Okay. Glücklicherweise ist das wahrscheinlich wieder ein Gegner, der nicht neu spawnt. Das ist ja sowieso so ein schwarzer Ritter wie der andere. Zauberglut. So, da wären wir also wieder. Wo ist meine Leiche? Hier. Okay. Das schaffen wir, Freunde, das schaffen wir. Kommt doch hier! Hallo? Muss ich dir erstmal mit der Brust abschießen, dass du herkommst? Okay, nein. Wie sie alle auf einmal kommen. Sprungangriff ist schon was Schönes. Wenn man ihn so standardmäßig machen kann. Er ist fast tot! Ah. Alter, wie krass ist denn der Sprungangriff? Au, 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 au. Wie viele Leute sind hier eigentlich? Oh nein, ich hab ihn oh. Bitte töte mich nicht. Wie viele Leichen jetzt hier rumliegen?
Okay. Ist hier noch was? Loot. Seele. Achtung, Trost. Gelobt sei die Sonne. Okay. Was auch immer mir das sagen soll. Hallo, oben sind auch wieder 50.000 Gegner, ey. Die bewachen doch hier irgendwas. Okay, da ist nix. Boss? Okay. Nein, ey, oh. Oh, Boss, ich sehe schon, ich seh's, es ist Boss. Hallo, Boss? Pass auf, Boss. Aber wo ist der denn? Das ist eine von diesen dreckigen Statuen. Oh. Oh, welcher wohl der echte ist? Oh Gott. Oh, diesen Weg werde ich jetzt noch ein paar Mal laufen müssen. Ja, tolle Kameraführung. Danke, Spiel. Nimm das! Oh! Oh, gerade noch rechtzeitig abgeblockt. Nimm einen Sprungangriff! Sprungangriff sehr effektiv gegen Gargoylemon. Oh. Wie ist denn zwei? Wieso hat er Hälfte nur noch ein Leben? Okay. Nein, ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt! Ihr seid gute Gegner. Nimm mal einen Sprungangriff ins Gesicht. Sprungangriff. Oh, verdammt. Okay. Ich hab's verstanden. Ihr seid stark zu zweit. Oh, habe ich noch einen Trank? Ja. Wieso soll man gegen zwei kämpfen? Was für eine Scheiße ist denn das? Stirb doch einfach! Okay. Damit meinte ich nicht mich. Oh, ich hatte sie fast. Guckt sie euch an. Oh Mann. So, auf ein neues Jungs. Erstmal Leiche zurückholen. So. Oh. Ich hab seinen Schwanz abgeschlagen und eine Waffe dafür bekommen. Okay, der zweite kommt. Scheiße. Stirb! Schnell! Nein, bitte kein Feuer. Fuck. Ich bin hier in der. Das ist nicht dein Sch. Oh, ich lebe noch! Ich lebe noch! Ich lebe noch! Okay, ich muss nur einen loswerden. Die sind eigentlich gar nicht so schwer. Wir spucken scheiße Feuer, ey. Man muss die doch irgendwie trennen können. Scheiße. Aber egal, ich habe mehr Leben als vorher. Okay, auch nicht. Oder auch. Ist doch gut. Ich habe noch einen Estus-Flakon. Ich muss nur einen von denen loswerden, ey. Sprungangriff. Das war der Schwache. Oder der Angeschlagene, besser gesagt. Einer weniger. Okay. Oh, ein Gargoylehelm.
Sprungangriff. Nein, oh mein Gott. Kann der Gargoyle-Helm bitte verschwinden? Ich sehe nichts. Wie viel Leben hat er noch? Danke. Weg mit dir. Nicht dein Ernst. Okay, was haben wir bekommen? Wir haben die Gargoyle-Axt bekommen. 93. Wie kann ich verwendet werden? Die ist doch billig. Oh, Geschicklichkeit. Und einen Helm haben wir bekommen. Den Helm ziehen wir, glaube ich, mal an. Ihr Gewicht 3,5. So. Wunderschön. So, neuer Versuch. Ich bin übrigens einmal zwischendurch gestorben, weswegen ich jetzt meine Seele nicht zurückbekomme, weil ich versucht habe durchzurennen. Aber das wurde nichts. Naja, gut, Menschlichkeit verloren, was soll's. Er fängt direkt an. Ach komm, echt jetzt? Hey, du hast deinen Schwanz ja wieder. Respekt. Au. Okay. Ja, direkt Feuer anfangen? The fuck? Oh oh. Da sind die jetzt schon zu zweit, ne? Wie soll man denn da draufschlagen? Oh Gott, nein! Lass mich doch nur, ich will mich doch nur heilen! Ich weiß, wo ich hinrenne, da kommen die bestimmt nicht hin. Das wird der größte Fehler meines Lebens! Okay, man kommt hier nicht vorbei, scheiße. Ich bin am Arsch. Ich muss zurück. Ja, ich sehe schon, der zweite kommt halt direkt mit Hälfte an Leben. So, neuer Versuch. Die Minions haben mir ganz schön viel Leben abgezockt. 3 Estos-Flakons habe ich nur für den Kampf. Scheiße, ey. Ja, komm runter. Los. Warum musst du dich an den Rand stellen? Das ist gemein und dreckig. Oh. So viel Leben abziehen wie möglich. Ja, oh, ich hab seinen Gargoyle-Schwanz wieder durchtrennt. Okay, da kommt das Feuer. Oh, scheiße. Nicht. Wie soll man sich denn so verteidigen? Naja, nee. Ist okay, Leute, ist okay. Ich hab euch auch lieb. Oh. Warum müsst ihr zu zweit sein? Ich weiß nicht mehr, wer wenig Leben hat. Der ohne Schwanz. Weil die haben beide keinen Schwanz mehr. Okay, du bist der Richtige. Oh, jetzt stirb doch einfach. Stirb. Scheiß aufs Feuer. Okay, es ist noch einer. Mit einem komme ich klar. Heilige Scheiße. Komm. Wehe, du tötest mich jetzt. Geh einfach weg vom Rand. Ich habe jetzt Angst vom Rand. Komm einfach noch ein Stück mittiger. Komm, tu mir den Gefallen. Tu mir den Gefallen! Au. In den Rücken. Oh, du bist so tot, Kleiner, du bist so tot. Nimm das! Alter, was für ein nerviger Boss. Wieso waren die zu zweit? Wie gemein ist denn das? Doppelmenschlichkeit. So, Leiche wiederholen. Ah, 10.000. Ja, wieso nicht? Was für ein Scheiß, ey.
Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, hoffentlich morgen. Und dann erklimmen wir diesen Turm und gucken, was sich da oben befindet als Dank. Höchstwahrscheinlich ein Leuchtfeuer und keine Ahnung. Haut rein, euer Zero. Tschüss.